Aber bitte mit Cam, damit wir dann auch sehen, wie schnell grau du wirst. Ja, da bist du bei mir irgendwo gerade in der Nähe. Ich bin hier oben. Schräg. Soll ich gucken, was du da gemacht hast? Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob das ein Dreierfenster ist oder nur ein Zweier. Und ohne Klo, ja klar. Schaffe ich ein paar Jahre, wenn ich durchspiele ohne Schlafen, Essen und ohne Klo, ja. Dann kann man das schaffen. Das ist ein Dreierfenster, aber es geht um die Ecke, ne? Ja, also habe ich doch richtig. Hier gibt es massenhaft Fenster, die um die Ecke gehen. Du solltest oben bei den Gemeißelten auskommen. Wenn et möglich ist. Mach ich am Vormittag und zum Mittag gibt's dann Ente. Vielleicht ist das Magenta. Darf ich nicht vergessen. Muss ich gleich neu haben. Ich das. Scheiße knifflig hier. Zeitkrümmung oder wie machst du das? Ich bewege mich mit Lichtgeschwindigkeit. Alles klar. Ist dann easy. Ja. Also die werden irgendwie krumpelig. War ja nicht anders zu erwarten, oder? Naja, wenn es nicht ist, reißen wir es halt wieder ab. Genau. Magenta, rot. Lapis und Rosa. Alles klar, sonst haben die keine Probleme, wa? So vielleicht? Hä? So? Was hab ich denn da eben gehabt? Und dann muss das hier irgendwie... Boah. Was war das denn jetzt hier? Nein, ich wollte doch rosa Farbstoff machen. Was hast du gemacht? Violett. Ich habe irgendwie Lust, gerade mir Metal-Remixes von Weihnachtslieder anzuhören. Alles klar.
Hörst du also auch gerne Metal? Habe ich Zäune? Nee, natürlich nicht. Könnte man ja brauchen. ja, du auch, weiß ich noch. Ja. Ja. Alter, ich bin gerade zu blöd, Magenta zu machen. Das gibt es doch nicht. Wofür habe ich denn jetzt rosa Farbstoff gemacht, Mann? Ich höre mehr oder weniger alles, okay? Ich gehe nach Hause. Bist du da nicht schon? Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich von dieser Säule darüber komme. Das ist alles. Dafür, dass du ihn in die Truhe legen kannst, ja. Echt, ey, ich mache hier gerade alle Farben, nur nicht das, was ich brauche. Warum machst du denn das auch? Ich weiß nicht. Bin gerade verwirrt. Ja, Gerda! Was denn? Hier, oben. Hier. In schwindelnder Höhe. Ja, ich hab was dafür. Ja, und nun? Ah, warte, da habe ich wieder gekriegt. Nein, das kommt immer zu mir zurück. Warte, ich muss ein Stück weggehen. Na, jetzt lässt er mich nicht, weil ich hier... So. Ey, jetzt bist du weggegangen. Jetzt. Ja. Kekse! Lebkuchen, Mann! Nom, 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 nom. Knusper, knusper, knusper. Ich kann die nicht knuspern, ne? Weil. Ich kann sie nur wegschmeißen. Ja, warte, stopp. Bleib hier oben stehen. Hier sind wir safe. Ja.
Ich wollte gerade eigentlich runter und gucken, was ich hier vermisst gemacht habe. Oh, da ist El Skeletto. Kommst du mit runter? Weiß nicht. Brauchst du dich runter? Ja. Mal hier auf den Sandhaufen, oder hast du dich hochgebaut mit der Erde dort? Ich hab mich mit Erde hochgebaut. Dann stehst du jetzt richtig. Alles ist so schön liebevoll gebaut von euch. Bis auf die Treppe, die ist komplett billig hingeschmissen. Ja, das ist nur eine provisorische zum Berg hoch. Also schon seit fast 2 Jahren ist die provisorisch da. Genau. Können wir jetzt essen, endlich mal. Hä? Warum haben wir Monster? Ja, damit wir essen können. Der hat mich gesehen. Ja, essen! Ich habe einen Lebkuchenmann gegessen. Wie macht man das? Rechts- oder Linksklick? Rechtsklick. Also rechts halten, rechte Maustaste. Ich habe keinen Hunger. Was? Hilfe. Du hast keinen Hunger? Nee, es geht nicht. Ich hab noch nicht. Ich musste gerade schon einmal essen, weil mich ein Skelett gesehen hat. Wenn er mich jetzt hier runterschießt, ey. Ach man, ich hab gedacht, du könntest jetzt essen. Ich hab Nein. Das so lecker gebacken. Ja, sieht auch so lecker aus. Ich heb's mir auf. Manu. Aua! Kommst du wieder weg? Ja, aber trotzdem hab mich ein Pfeil runtergeworfen. Ach sowas. Obwohl die aus sind. Hoffentlich war jetzt kein Enderman an unseren Sachen. Das wäre es noch direkt, zack, Block weg. Ja, ich mach Monster an. Wenn ich alleine WoW spiele, habe ich das auch schon angehabt. Ja. Nur halt jetzt nicht wegen dem Dom. Aber ich wollte halt, dass wir mal essen. So einen leckeren Keks habe ich uns gebacken. Ja. Ein Lebkuchen, Mann. Der Pfeil steckte wahrscheinlich im Erdblock. Ja, da glaube ich auch, dass der dadurch dann wieder scharf wurde oder so. Keine Ahnung. So, wie macht man jetzt Magenta? Rot. Blau. Und rosa. Habe ich doch alles richtig gemacht. Doch alles richtig gemacht, Gerda. Da siehst du. Ja. Alles gut gegangen. Gott sei Dank. So. Hier alles gut geht, weiß ich nicht. Kopf hoch. Schöner geht das nicht. Ich gehe erstmal für heute. Bye bye, viel Spaß noch. Ja, schön, dass du da warst, der Zocker. Ich wünsche dir gleich eine angenehme Nachtruhe. Und ja, auf jeden Fall mal im Auge behalten. Vielleicht mal auf YouTube, wenn Yabu RP News rauskommen. Bezüglich des großen Gewinnspiels. Und ja, ich wünsche dir eine gute Nacht. So. Das erste krumpelige Gewölbe ist fertig.
könnte man das natürlich abreißen und eins rüber versetzen. Ja, noch die, der Zocker. Wahrscheinlich auch nächstes Mal. Ach. Was ist los, Pferde? Das ist so schwierig. Ja, ich weiß. Ich glaube auch, dass ich bald wegpennen werde. Lass aber noch ein bisschen den Stream an. Gesundheit, nee, danke. Nee, ich hatte nicht niesen müssen. Das war gerade ein Hüsterchen. Aber trotzdem danke. Ja, auf jeden Fall war auch, wenn du wegpennen solltest, schön, dass du auf jeden Fall da warst, die Fighter, und dir natürlich auch. Schau mal rein bei uns auf YouTube. Da wird dann bald ein Video kommen bezüglich des großen Gewinnspiels. Wo bist denn du? Ich bin hier gerade ein Fenster am Machen und jetzt gerade fertig geworden. Also ich weiß nicht, ich würde jetzt auch lieber aufhören, weil das da vorne nur Murks wird und... Mhm. Ja, ist ja kein Problem. Aber ich gehe noch mal fliegen, gucken, wie der Dom aussieht. Oh ja. Ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ist doch super. Also von außen... Ist okay. Dann noch die Säulen hochgezogen werden. Mhm. Wer das macht? Ne, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das nochmal abzureißen und in dieser Form neu zu bauen, ne? Ich kann mir schon vorstellen, warum das am Anfang so klein war. Das war wir hatten ja ausgemessen, wie groß der Dom ist, und dementsprechend war der dann wahrscheinlich gebaut worden. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dadurch jetzt größer ist als in der Realität. Also die Maße, die wir ja alle genommen hatten, waren ja vom echten Dom, und die gingen dann bis einschließlich da, wo wir vorher waren. Ja, aber guck mal, wenn du jetzt von hier oben runterschaust, dann ist der Fußboden nur eins weniger als diese Wand. Ich wünsche euch einen guten Morgen. Ja. Ja, danke. Danke dir auch. Also bis hier hinten hat er schon gereicht, ne? Der war nicht richtig. Ja.
An den Seiten nicht richtig. Hier hinten, das ist nur einen weiter nach hinten gewandert. Das ist gar nicht so wild. Ach, Mensch, ja. Immer gerne wissen, wenn vorne die Westfront nicht schon so falsch wäre im Prinzip. Wie das dann alles verlaufen wäre hier. Ja, keine Ahnung. Als erstes hätten wir wahrscheinlich für die Säulen andere Abstände genommen, denn das Mittelschiff ist schon sehr breit. Das ist in der Realität nicht ganz so breit. Wobei wir es ja ausgezählt haben. Also, naja. Kommazahlen haben wir ja hier nicht. Nee, eben, ne? Aber dadurch, dass der ja 62 in der Breite ist, ist der ja. Nee, 63. 62 oder 63 in der Breite. Ist der, glaube ich, ja 1 Meter oder 2 Meter zu breit. 2 zu breit müsste es sein, denn wir haben ja eine Mitte, ne? Ja, dann ist er 63 anstatt 61. Ja. Der hat eine Mitte. Der ist aber ja. Echt. Sieht schon schick aus, auch vom Weiten. Auch jetzt mittlerweile von hinten. Jetzt wird langsam ein Schuh draus. Ja. Auf jeden Fall ein schöner Schuh. Ja. Der sich sehen lassen kann. Wir brauchen irgendwann noch massenhaft Cleanies, weil wir dieses Dach noch da drauf klöppeln müssen. Ja. Hier an der Seite ist. Ja, hier ist noch genug dran zu machen. Der zweite Turm hat noch gar keine Verzierungen dran. Beim ersten müssen wir auch noch nacharbeiten. Ja. Also. Die Ecken müssen noch ein bisschen abgerundet und gefixt werden. Ja, hier müssen wir uns mal was einfallen lassen, wie wir das machen. Es muss senkrecht hoch. Säulen gehen senkrecht hoch und werden beim Hochgehen einfach immer dünner. Ja, dann kommen aber nicht so wie hier hinten jetzt dran. Haben. Nee, so wie wir es jetzt haben. Die müssen wieder abgerissen werden. Ja. Die gehen ja auch nicht senkrecht hoch, die gehen ja schräg hoch. Erstmal falsch. Ja. Ja. Ja, die Fenster machen immer ganz viel aus. Das bringt ganz viel Atmosphäre. Auf jeden Fall. Und ich muss dir ehrlich sagen, die ganz hohen Fenster, die hier 15 hoch sind, ne? Mir gefallen mir sogar noch besser als die 12er. Ja, das dann wirkt es so schlank, wenn die so hoch sind. Ah, die sind schick, ja. Da klemmt noch ganz viel Erde oben drin. Vom Gewölbebau. Ja. Ich glaube, da kriegst du ja ein paar Stacks raus, wenn du das alles rausguckst. Ja. Und hier muss auch noch zugemacht werden. Ja. Ja, hier auch noch gar nicht richtig. Ja, da haben wir die auf der anderen Seite denn richtig. Mein Gott, selbst mit dem Fliegen bist du ja Ewigkeiten unterwegs. Ja. Ja, hier haben wir es schon. Aha, die sieht schon richtig gut aus, ja. Das müssen wir so machen. Gut. Jetzt so, wenn man die Westfassade so sieht,
Also wenn ich nicht wüsste, dass das falsch ist, dann könnte man meinen, das ist richtig. Da, ist ja alles gut. Ja. Auf alle Fälle wird es vom Dorf unten aus richtig aussehen, ja, wenn man dann hochguckt. Oh, da war ich ja schon lange nicht mehr, da fliege ich mal eben hin. Oh ja. Stattlich. Ja. Gut, wa? Ja. Echt cool. Von hier? Ist kein Fenster an der richtigen Stelle, wa? Doch, beim Bett. Naja, sieht man aber nicht. Ne? Nee. Und da bin ich draußen. Hä? Ja, gut, dann bin ich eben draußen. Och, da steht's. Lass nur nicht vergessen, dass du im Rotes Haus bist. Beim nächsten Mal nicht, dass du dich wunderst, wo bin ich. Und dann finde ich nicht wieder zurück. Okay, gut, ja, na, das ist ja dann. Ja, wann wir uns nächstes Mal sehen, weiß ich noch nicht. Mhm. Nee, nächstes Wochenende habe ich wieder Nachtdienst davor, dann ist mir dazu. Ja, nee, nee. Zu. Aber danach, der 2. Dezember geht, einen Tag vor dem ersten Advent. Mhm. Den können wir schon mal festhalten. Ja, können wir machen. Gut. Ja. Da haben wir ja heute ein schwieriges Stück Arbeit erledigt. Mhm. Aber das, was jetzt nachkommt, wird nicht leichter. Ganz leichten Sachen sind schon alle weg. Nee, das stimmt nicht. Die Außenfassade hat auch noch viele einfache Sachen und ein paar nette Gewölbe gibt es auch noch, die ganz regelmäßig sind. Und den Fußboden zu erweitern, wird ja auch nicht so schlimm sein, ne? Ja, ich habe schon gesehen, das wird Frickelsarbeit sein. Eigentlich müssen wir den Fußboden auch wieder rausreißen. Ja. Gucken, ob man da was tricksen kann. Ja. Ich musste den Teppich da auch rausnehmen. Der ist ja jetzt nicht mehr so mittig, ne? Mhm. Der ist ja jetzt nicht mehr. Ja, das krieg ich mal schon. Nur Mut. Kopf hoch. Okay, alles klar. Oh, schön, dass wir. Machen wir Schluss für heute. Macht gut, ne? Ja, danke, du auch. Und dann sehen wir uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt Dombau. Ja, richtig geile Abmoderation. Tschüss. User disconnected from your channel. So, meine Lieben, das war's dann jetzt hier vom Stream. Schön, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, am 2. wollen wir weitermachen, haben wir ja gerade festgemacht. Und und ich denke mal, die Woche darauf wird es dann ein Stream geben. Na, mal gucken, was wir dann machen. Ich weiß es noch nicht. Und ich wünsche euch jetzt auch eine gute Nacht, für euch auf YouTube noch einen schönen Tag. Denn die Folgen kommen ja alle so gegen 17 Uhr mal raus. Und ich bedanke mich bei euch und ja, wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss.